Hallo ihr Lieben, gerne möchte ich heute mit euch die 5 Organ-Qigong-Übungen machen. Die sind sehr stärkend. Es gibt bei dieser Serie immer eine Flow-Übung. Da bist du sehr beweglich, flexibel. Und eine Übung in der Stabilisierung, im Halten, um die Energie zu bewahren. Und das ist ein kleines Set, was die 5 Hauptorgane stärkt. Wir beginnen als erstes mit dem Lungenlaut, dann mit dem Nierenlaut, dann die Leber, danach das Herz und am Ende Magenmilz und verbinden uns mit allen Energien in allen Himmelsrichtungen. Erst spürst du in deine Lungen hinein, nimmst Kontakt auf mit deinen Lungen, machst deine Hüften breit, dann und atmest ein, einatmen, weit öffne, richtig so deine Lungen und mit dem Ausatmen ziehe dich zusammen, berühre immer die Endpunkte, Lunge, Dickdarm, Meridian, ausatmen, alles alte Graue drüber. Einatmen, streich dich weit aus, öffne deine Schwingen, ausatmen und nochmal einatmen. Wenn du die Laute aus dem Yoga kennst, kannst du es auch gerne verbinden mit dem Lungenlaut. Einatmen weit. Das ist die Flow-Übung und beim Stehen hältst du nochmal so wie ein Gefäß, berührst wieder Daumen und Zeigefinger, pendelst dich ein, leichter Stand, die Knie sind entspannt. Bewahrst die Energie, lässt sozusagen hier wie so einen Energiekreis in deinen Armen von links nach rechts entstehen, schließ einen Moment die Augen und sammle deine Lungenkräfte ein, weißes Licht in deinen Lungen, reinigend, heilend. Die nächste Übung geht den Nieren. Du legst zuerst einmal die rechte Hand auf deine Nierenpunkte hinter den Mimen, die linke Hand Richtung Stirn und als erstes ein kleiner Zirkel, wo du auch wirklich erstmal mit dem ganzen Körper dich einsetzt, einatmen, in der Bewegung die ganze Wirbelsäule mitnimmst und diesen Kreis, diesen Zen-Kreis dann immer energetischer werden lässt, deinem Nabel die Bewegung, die Arme folgen nur und du gehst über in die Standübung, die Schwertfinger, dabei berührst du mit dem kleinen Finger und Ringfinger den Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger strecken sich, so als wenn du durch deine Finger in den Nabel Energierichtung Min-Men siehst und deine rechte Niere stärkst, in blauem Licht sie eintauchst und wechselst dann auf die Hände zur anderen Seite, legst links die Hand auf, gehst mit der rechten Hand nach unten in deinen Zen-Kreis, weit nach oben, aus dem Nabel in der ganzen Bewegung, gut auf den Rücken, Herz, Nachtisch und lässt dann diesen Zen-Kreis immer energetischer werden, aus deinem Nabel bewege dich, also nicht einfach nur die Hände, sondern aus deinem Nabel die Bewegung kommen lassen, fühl dich verbunden zwischen Himmel und Erde und komme in die Halteposition, Schwerthand, wieder denke dran, beide
Finger ausstrecken, Zeigefinger, Mittelfinger und die beiden Ringfinger und kleiner Finger an deinen Daumen legen und sauge wie durch so eine energetische Nabelschnur die Energie hinten zu deiner linken Niere, lass sie durchströmen, durchfluten im blauen Licht. Wunderbar. Dann rufen wir die Energie der Leber auf. Diese Übung heißt den Affenzähmen. Dabei lassen wir alles los. Alle Druckgefühle, alle Aggressionen, alle Wut. Und du gehst wieder in eine ganz weiche Bewegung. Schiebst alle Sorgen, Kummer, Angestautes links und rechts von dir weg. Lass es langsam wieder energetischer werden. Zähme den Affen deiner Gedanken und komme in die Halteposition. Baum, kannst du es so Schulterhöhe machen. Mit dem kleinen Finger, Herzmeridian Endpunkt, nimmst du Kontakt auf innerlich zu deinem Herzen. Die Daumen zeigen den Himmel, die himmlischen Kräfte strömen dir zu. Fühl dich verbunden unten mit den Füßen, die Wurzeln tief, tief in die Erde. Und halte die Energie bei dir wie so ein alter, starker, stabiler, kraftvoller Baum. Du kannst auch dein Gewicht mal verlagern, komplett nach links, das stärkt die ganze linke Seite und du zeigst mit dem Mittelfinger, mit dem Perikar hier in den Lagonpunkt der linken Hand, zähle 8 und dann wechsel rüber nach rechts, wieder zeigst du mit dem Mittelfinger zu deiner Hand Innenfläche, Innenfläche links und rechts, rechte Seite jetzt stärken, ganz stabil stehen, bewahre die Energie, die Leber, die Energie stärken, spüre deine Leber und lass sie entspannen. Auch hier etwas tiefer, wenn es dir Druck macht, die Schultern kannst du auch den Baum umarmen, etwas tiefer nehmen. Lass ein grünes, kraftvolles Licht deine Leber durchbluten. Gesundes Blut durch deine Leber. Nach dem Frühjahr kommt der Sommer, Herzenergie. Du legst dann, du wechselst die Hände, du legst einmal die Hand zur Stirn und drehst die andere Hand, jetzt gehen wir erstmal nach rechts, nimmst die rechte Hand nach außen, links ist an deiner Stirn, kehrst zurück in die Mitte, streichst mit der Hand entlang hier am Herzmeridian und wechselst zur anderen Seite, schiebst allen Druck, alle Hitze, alles Überemotionale aus deinem Herzen zur Seite. Kehre zurück, streiche hier entlang an dem Herzbindermeridian, atme aus mit dem Herzlauf. Streiche hier deine Aufmerksamkeit entlang, Dünndarm, Herzmeridian und auch hier dehne wieder dein Herzbindermeridian aus. Diese Übung heißt Spiele mit dem Ballon. Hast das Spielerische, die Freude in deinem Herzen. Die Stärken. Und komme in die Halteposition. Deinen Herzdiamanten, das goldenes Licht, Herz einströmen. Entspanne immer wieder dein Stehen. Ganz entspannt, Tendenz eher. Fersen nach hinten dein Gewicht verlagern. Atme ein in dein Herzdiamant, goldenes Licht, Liebe, Freude,
Und wenn du spürst, dass dein Herz ganz aufgeladen ist, dann lässt du ausströmen, denkst an deine Lieben, deine Familie, deine Freunde, deinen Kreis. Atmest wieder ein, Liebe, Freude, Glück in dein Herz, sammelst, bündelst Kraft in deinem Herzen und lässt ein rotes, heilendes Licht in dein Herz ausströmen, golden und rot. Und nach dem Frühjahr, Entschuldigung, nach dem Sommer kommt der Spätsommer, die Erde, die Kraft der Erde. Und dabei streichen wir wie über die Erde und kehren zurück, zum Nabel, den Skiball halten und gehen einmal nach rechts und du lässt die Kraft von deinem linken Bein drüber strömen, streichelst über die Erde, kehrst zurück und wieder, dieses Mal steigt gedanklich aus der Erde die Erdkraft aus deinem Bein, darüber ausatmen, streiche die Erde und kehre zurück. Und nochmal nach rechts. Goldgelbes Feld streichst und nochmal von der rechten Seite aufsteigen, links ausströmen und halten. Halte deinen Energie-Chi-Ball vor deinem unteren Dantien, deinen Nabel, dein Zentrum, stärke deinen Nabel, rufe Ruhe, die Zuversicht, die Ausgeglichenheit in dein unteres Dantien. Stärke dich, atme ein und mit dem Ausatmen kondensiere, konzentriere diese Energie. Deine Qi-Ball wie eine Qi-Perle sein, atme nochmal ein, das Gefühl, als wenn du so ganz kraftvoll diese Kopfbein alle Kräfte in dich hineinrufst, Ruhe, Zufriedenheit, Balance und ausatmen. Sammle deine Kräfte, bis es zu einem kleinen, konzentrierten Energieball eine Perle wird und dass diese Perle in deine Nabel eintauchen. Fühle dich verbunden zwischen Himmel und Erde. Rufe dann alle Kräfte aus allen Himmelsrichtungen noch einmal. Lass die Erdkraft aufsteigen. Wende dich zur anderen Seite. Versuche alle Richtungen umgeben. Die Himmelskraft. Und lass auch hinter dir die Kraft Rücken einströmen in deine Nieren und packe volle Power in deine Nieren. Fühle dich gestärkt,